Hallo, ich dachte, ich zeige euch mal, was ich mir aus der Cute as Hell LE gekauft habe. Beziehungsweise TE Trend Edition. Die nennen das ja jetzt irgendwie anders. Auf jeden Fall habe ich mir nach langer Sucherei den Nagellack gekauft. Den Date Me. Und den habe ich noch nicht ausprobiert. Muss ich noch mal gucken, wie der so ist. Und den gelben, das ist Naughty but Nice. Den habe ich mir gekauft und den habe ich in 2 Schichten aufgetragen. Und dann war er eigentlich ganz gut deckend und hat aber ein bisschen Bläschen geworfen. Aber nur ein bisschen. Also ich finde es okay für so einen Essensnagellack, ne? Weil die werfen ja gern schon mal Bläschen. Aber ich finde es in Ordnung. Und wenn der Lilane sich noch ein bisschen besser verhält ohne Bläschen, dann bin ich sehr zufrieden damit. Dann habe ich mir natürlich den Blush gekauft, weil, hallo, die Farbe ist ja mal richtig geil und ich krieg's nicht auf. So. Ihr kennt's ja alle eigentlich. Warum zeige ich es euch noch? Zack. Die Farbe verfälscht voll, oder? So vielleicht. Den habe ich auch gerade drauf. Ich glaube, man sieht das gar nicht so. Also wenn man ihn dezent aufträgt, dann ist er gut. Ich würde ihn jetzt nicht richtig doll auftragen. Da sieht man nämlich aus, wie gerade vom Karneval gekommen. Und der heißt Wawawawu oder wie viel man das Wawawa da spricht. Dann habe ich noch, Gott sei Dank habe ich ihn bekommen, den lilanen Lidschatten, auch in Date Me. Und der ist richtig toll. Also ich habe den gestern gekauft und dann ausprobiert. Und der hat eine total seidige Konsistenz. Ich finde den ganz toll. Ich bin froh, dass ich den jetzt habe. Die anderen waren nicht so jetzt meine Farben. Ich hätte mir zwar das Gelb und das Orange gekauft, aber weil ich in der 120er Palette schon so viel davon habe, habe ich es gelassen. Ansonsten wären die auch noch mitgekommen. Und einfach nur so aus Gag habe ich mir diesen Stempelstift mitgenommen. Und den finde ich eigentlich auch ganz cool. Okay, dann kam ich jetzt mal noch raus, was ich für euch gekauft habe. Ich kann euch ja mal zeigen, dieses kleine Täschchen, das jetzt ganz hinten ist, da hat nichts mehr reingepasst. Also ich habe euch ja Sachen gekauft, die ich verlosen möchte. Und die haben da nicht mehr reingepasst, so viele waren das. Und die sind jetzt hier drin. Und das Ding ist ziemlich schwer und voll. Okay, also für euch habe ich, als ich den Essence-Aufsteller dann entdeckt habe von der Cute as Hell, was eine richtige Tortur war, weil ich war in sämtlichen DMs, ihr Plätze, Müller und entweder sie war geplündert oder sie war noch gar nicht da. DM hat sie irgendwie noch nicht. Heute war ich nicht da, also keine Ahnung, ob sie mittlerweile da ist, aber ihr Platz, da ist sie jetzt wohl immer verfügbar schon gewesen. Also überall da, wo ich war, war sie. Und dann habe ich mir gedacht, dann kaufe ich euch auch direkt was dazu. Und das ist einmal der orangene Lidschatten in der Farbe Bad Girl. Und auch der gelbe. Das ist auch wieder Naughty but Nice. Und dann habe ich noch zweimal Date Me für euch gekauft, um es irgendwann dann zu verlosen. Ich werde übrigens wahrscheinlich diese ganzen Sachen, Lidschatten einzeln mal verlosen, weil ich denke mir, wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden oder drei verlosen würde, dann würde derjenige vielleicht nur den lilanen eigentlich haben wollen und mit dem gelben und orange gar nichts anfangen können. Und wenn ich die dann aber einzeln verlose, dann machen vielleicht für den gelben nur die mit, die den gelben auch wirklich haben wollen und die den doof finden, die machen dann eben nicht mit. Ich glaube, das ist logisch. Dann habe ich noch was für euch. Und zwar einmal noch das Rouge. Das kennt ihr ja jetzt. Und auch nochmal so einen Stempelstift. Habe ich euch auch nochmal gekauft, weil wenn die Cute as Hell schon mal da war, da habe ich gedacht, okay, dann nimmst du jetzt aber auch wirklich alles mit. Und dann habe ich auch nochmal die Nagellacke mitgenommen, die ich auch habe. Weil mir die einfach am besten gefallen haben. Also, wenn ich sie ja selber habe, dann nee. Okay, das habe ich für euch gekauft, um euch dann auch zu versorgen mit der Cute as Hell. Und ich werde das dann so nach und nach verlosen.
Und ich würde mal sagen, ich schaue gerade mal nach. Ich habe das schon fertig gemacht, wer gewonnen hat von der letzten, ja, Verlosung, Gewinnspiel. Und dann bin ich gleich wieder da. Okay, ich habe jetzt die Datei offen von dem Namen des Gewinners. Ich habe mir das abgespeichert. Und es ging ja um den Pinsel hier aus dem neuen Sortiment. Und das hat gewonnen JH, alles klein, also JH 6490. Ich blende das hier auch nochmal irgendwo ein. Und es war das 135. Kommentar. Und ich muss leider noch was zur Verlosung sagen. Es haben sich Unmassen nicht an die Regeln gehalten. Viele haben mehrere Kommentare geschrieben und hätte man vorher die Regeln gelesen, hätte man gewusst, das Kommentar, was man vielleicht zuerst geschrieben hat, wird nicht angezeigt, weil es genehmigt werden muss. Und dann kamen da ganz viele Kommentare oder manche haben auch einfach gar nicht die Regeln gelesen, wussten dann nicht, dass pro Person nur eins zugelassen ist. Und ja, so war dann leider viel, ja, Müll dabei, wo ich aussortieren musste. Und deswegen hat sich das jetzt auch leider etwas hingezogen mit der Verkündung. Ja, ich hoffe, beim nächsten Mal klappt das besser. Und ich schaue jetzt mal. Also Gewinnerin, schick mir bitte deine Adresse. Ich mache dir alle Informationen in die Infobox, die du dafür brauchst. Und also, ich habe mir überlegt, ich mache direkt weiter mit der nächsten Verlosung oder Gewinnspiel oder wie man das auch nennen möchte. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich schreibe einfach mal alle Informationen, die ihr braucht, in die Infobox. Okay, da steht dann jetzt wirklich alles drin, was ihr wissen müsst. Da steht drin, was ihr als Kommentar schreiben müsst und die ganzen Regeln, die ihr bitte beachten solltet. Und ja, ich sag da gar nicht weiter was zu, ich sag euch nur, was jetzt als erstes verlost wird. Und das ist das Rouge aus der Cutest Hell. Ich glaube, das mögen vielleicht viele haben und deswegen kommt das jetzt mal als erstes. Ja, und wundert euch nicht, wenn ich so. Ich hasse euch nicht. Also, ich komme mir gerade selbst vor, als ob ich reden will, als ob ich euch hasse. Aber ich hasse euch nicht. Ich bin nur voll müde. Und das Wetter heute ist so grauenvoll. Es ist diesig, es ist grau, es regnet, es ist nass, es ist bläh. Es ist richtig eklig. Und immer wenn das Wetter so ist, dann bin ich auch so. Ja. Okay, also ihr könnt. Ich kann es ja mal vorsichtig öffnen, das unbenutzte Rouge. Da, das könnt ihr jetzt diesmal gewinnen. Und ich finde das eigentlich ziemlich gut. Ja. Okay, dann lest bitte die Infobox. Und ja, dann war es das auch schon. Ich rede immer ohne. Naja, okay. Tschüss.